Das da vorne, Kelvin? Hat die ein T-Shirt an? Ist das... Okay, wen hast du denn da mitgebracht? Hast du eine neue Freundin gefunden, oder was? Dann zeig mal her. Oh. Entschuldigen Sie mal. Hatten Sie vier Beine und vier Arme? Habe ich das richtig gesehen? Bleiben Sie stehen. Habt ihr das auch gesehen? Habe ich das richtig gesehen, dass diese Frau, die Kelvin dort gefunden hatte, auf seiner Suche nach Frischfleisch, dass die vier Beine hatte und vier Arme? Kelvin, wen hast du da wieder angeschleppt? Folg mir bitte. Ja, da zeigst du hin, aber deine Frau ist weg. Kelvin, hättest du dich ein bisschen mehr anstrengen müssen. Ja, schön, dass du sie mir vorgestellt hast, aber du hättest auch, die ist einfach weggelaufen. Hättest besser aufpassen müssen, Freundin. So ist das. Manchmal laufen die Frauen einfach weg, wenn du dich shit verhältst. Wo ist das live? Ne? Frauen immer gut behandeln, sonst wird das nichts. Hallo, Eichhörnchen. Ich würde dich gerne... Nein, ich... Eichhörnchen. Eichhörnchen, beste Tiere. Ihr nicht, beste Tiere. Ich will dir jetzt richtig in den Kopf stechen, aber ich bin friedlich. Ne? Außer du bewirfst mich mit einem Stein, dann kann ich... Okay. Hätte dich gewarnt. Hätte dich gewarnt. Ja. Alter, hat er uns getötet. Das habe ich noch nie, sonst werfen wir nur einen Stein. Aber wir können respawnen. Bei Forest 1 war es ja so, ne? Also bei The Forest war es ja so, dass du dann in den Höhlen aufgewacht bist von den. Von den Kollegen. Oh. 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 Jo, wir sind hier gefesselt. Hallo. Ja, tut mir leid, ich habe euch doch gar nichts getan. Guck mal, der bildet da den toten Korpus da an, oder was? Oder was macht er da? Die Geräusche könnten auch was anderes bedeuten, du ekliges Schwein. Das gucke ich mir nicht länger an. Gehst du bitte weg? Ich möchte mich hier gerne befreien mit dem Messer, habe ich schon gesehen, können wir uns. Aber das möchte ich am besten nicht machen, wenn direkt neben uns irgendwelche Leute chillaxen, ne? Sind wir gleich wieder tot. Okay, das ist aber ganz lustig hier. Wir wissen, wir können... Wir dürfen sterben, aber dann haben wir Pech gehabt und müssen hier aus deren Lager ausbrechen. Jetzt ganz unauffällig. Ich habe das Gefühl, dass was da so gelb mit dem Ausrufezeichen ist, dass das mein Rucksack ist, beziehungsweise meine Tasche. Ja. Ich bin ganz vorsichtig. Ist das hier das Lager, was wir vorhin gesehen haben? Nee, guck mal, hier sind nämlich noch Sachen, die aufgesammelt haben. Wir machen es leise, oder dass sie uns nicht bemerken. Medizin, Gott sei Dank. Oh, da hat jemand was gemerkt. Das da oben ist echt abartig, ne? Also, dass sie ihn da wirklich durch den After aufgespießt haben. Bis durch den Mund. Also, Kannibalen sind schon keine netten Leute. Und hier die Zelte aus der Haut. Bin ich auch noch nicht so einfach. Guck mal, der hat nur... Ah, nee, der ist nur mal... Der hat eine Hose an. Oh, wir können das einfach wegschießen. Wir sind ganz schön strong. Nee, nicht mich prügeln. Hilfe, Polizei. Kelvin. Ah. Oh Gott, ey. Wir müssen da erstmal ein paar Mats einschmeißen. Haben wir jetzt mit, glaube ich, gerade gefunden, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt sind wir hier auch... Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht genau. Ich kenne mich noch nicht sehr gut aus hier.
Ja, Kelvin, wenn du da hinten bleiben willst, bitte. Medizin, das brauchen wir unbedingt. Da kommt die Spinner wieder, aber die sind ja noch... Obwohl, der, die waren es, die uns getötet haben, ne? Muss man ja auch mal so sagen. Ha! Lass das! Guck mal, jetzt sind wir schon wieder fast tot. Ja, Arschlöcher! Echt. Nur weil ich eure Freunde abgeschlachtet habe. Ich brauche meinen Speer, weil der hat einfach am meisten Reichweite. Oder wie wäre es, wenn wir so eine Fackel haben? Können wir sie dann anzünden? Wenn wir sie haben. Nehmt euch in Acht, ihr kleinen Drecksäcke. Ich brate euch mit der Fackel ein über. Ich schwöre es bei euren und meinen Göttern echt. Ihr habt mich auch getötet, wollte ich nochmal kurz anmerken. Ihr wart das, nicht die Großen, sondern ihr. Echt mit euch! Ich brate dir mit dem Stock, den brennenden Stock über. So, lasst ihr mich kurz mal hier auf mein Gerät gucken, bitte. Also doch, guck mal, da ist der. Das war Kelvin. Auch sehr elegant, Kelvin. Schön, schönes Ding. So, wir sind wieder hier. Da ist ein Strand. Wo sind denn die Berge? Dann gehen wir nicht zu den Bergen. Denn die kennen wir ja schon. Wir gehen mal hier lang und dann da so vorbei. Und dann hier so durch. You know what I mean? Also ich würde hier auch in Real Life, wie gesagt, gerne chillaxen. Allerdings ohne Kannibalen und Eingeborene. Ich würde auch gerne noch die restlichen Truhen von denen plündern, aber... Das soll vermutlich nicht sein. Ich überlege, jetzt machen wir das einfach. Wir können uns ja so ansneaken. Wenn die gerade nicht da sind, wie jetzt zum Beispiel. Oh, da ist aber einer. Oder hatten wir einfach schon alle Sachen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ja, doch, da drüben wurden wir festgebunden. An dem Baum da, glaube ich, ne? Okay, er hat uns gesehen. Er hat Kelvin gesehen. Oder uns, oder keinen. Kelvin stürmt ihm mutig entgegen, oder was macht Kelvin? Nö, Kelvin läuft feige davon! Ja, so kennen wir ihn, den guten Kelvin. Ach, das ist Kelvin. Gut. Wir laufen einfach mal hier so durch. Blume. Ist schon cool, ne? Wie der Wind hier auch drin weht. Komm, wir können das auch wegstecken. Und ich glaube, ich nehme mal wieder mein Speer. Sicher ist sicher. Die helfen uns doch mehr. Wie wir gerade gesehen haben, hat er nicht so eine hohe Reichweite, der gute. Die gute Fackel. Wir sammeln schön Blätter. Hirsch ist okay. Hirsch und Reh finde ich okay. Kannibale und Eingeborene. Da fällt mir kein Rahmen auf ein. Sind aber schlecht, jedenfalls. Ja, eine Schaufel, aber haben wir ja nicht, ne? Haben wir ja nicht eine Schaufel, du. Würde ich ja gern schaufeln, ne? Haben wir irgendwas Schaufliges? Irgendwas in die Richtung? Nee.
Granaten haben wir und Pfeil haben wir. Mehrere sogar. Schön, schön, schön. Was ist das? Da, okay, GPS-Peilsender. Was können wir mit dem irgendwas machen? Ja, das war ja nicht so sinnvoll jetzt, ne? Können wir kurz noch einen Snack snacken? Womit, was können wir denn noch bauen hier? Steinpfeile. Pfeile haben wir ja. Reparaturwerkzeug brauchen wir nicht. Komm, dann haben wir es. Ein Seil, ein Stock und ein Stein. Was wir haben. Entschuldigung, was wir haben, haben wir, ne? Errungenschaft freigeschaltet. McCrafty. Ja, 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 ja. So gehört sich das ja auch. Pfeile haben wir genug. Wir können auch mal so ein bisschen so eine Buddelwoddy uns in die Figur gönnen, aber das Schaufelige ist, wenn wir hier so reinstechen. Ah, ich weiß echt nicht. Vielleicht können wir hiermit was schaufeln. Ich weiß auch nicht, ey. Ich glaube nicht, ey. Da müssen wir wahrscheinlich echt so eine Schaufel da finden, so eine Spitzschaufel, okay. Schade. Davon ein bisschen mit der Keule rum, ist auch cool. Dö. Wo wollen wir überhaupt hin? Da waren wir anscheinend auch schon. Aber wir gehen jetzt noch weiter in diese Richtung. Ich muss mich ja auf dieser Insel ein bisschen zurechtfinden. Also wir wissen schon mal, hier bei dem großen See, der sich dort befindet, kann man nice eine Base bauen. Hier ist wieder irgendwas am Blinken, aber das haben wir, glaube ich, schon ausgecheckt. Da war nichts, ne? Da ist, glaube ich, nichts gewesen. Was muss dieser Muskel-Emoji dazu bedeuten hat, ne? Wirklich, ob wir können wir die Stärke leveln? Oder wie angeschlagen wir sind, wie strong wir noch sind? Wie viel Kraft wir haben, halt so vom, ne? Nicht von der Muskelstärke her, sondern vom von der Gesundheit her. Oder ist das der Fluss, der zum Strand geführt hat? Nee, ne? Das ist der Fluss vom Anfang. Und wieso haben wir dann hier nichts gefunden? Hallo? Hier müsste das ja gleich irgendwo sein. Oder war das die Stelle vielleicht mit... Das war die Stelle, ne? Wo wir nichts gefunden haben. Hier müsste irgendwas sein. Beim anderen, bei den anderen beiden... Dingern, hier haben wir eine Höhle gefunden. Und hier sind nur Vermesssachen, mit denen wir aber auch nichts machen können. Oder Kelvin, können wir hier durchgucken vielleicht irgendwie? Nö. Können wir hier graben? Ist hier eine Höhle? Nö. Ist hier noch genau drauf angeblich. Schauen wir uns nochmal hier einen Tick um, ob wir hier irgendwo noch eine Höhle oder was in der Richtung finden. Vielleicht hier am Berg. Aber... Wie Sie sehen Sie nichts, ne? Gut, da sind wieder die Berge. Was könnten wir denn jetzt... Wo könnten wir noch hin? Ich muss mir mal überlegen. Hier sind die Berge, von da kamen wir. Da haben wir eine Höhle gefunden. In der Höhle waren wir schon drin. Der schreit mich schon wieder einfach an, der Typ. Hier bei dem I waren wir vermutlich dann auch schon, haben aber nichts weiter gefunden. Oder war das das I mit dem Toten, den wir da abgeschnitten haben, vom Seil? Das
war nämlich, glaube ich, hier irgendwo, ne? Wisst ihr was? Wir haben ja noch... Wir können ja mal auch in die Höhle da reingehen. Wir waren ja in der einen Höhle drin, die war ja gar nicht so schlimm. Jetzt, wo wir eine Taschenlampe haben. Können wir da mal rein. Wir müssen noch ein paar von diesen Camps finden. Ja, am besten aber, solange dann keine Leute da sind. Denn mit Leuten können wir halt nicht so gut looten, ne? Die Camps finde ich eigentlich cool, aber ich fand die Häuser von denen aus The Forest, also aus Forest 1, fand ich sehr cool. Hier waren wir doch schon. Haben wir noch was vergessen? Ja, haben wir doch schon eingesammelt, oder nicht? Naja, anscheinend nicht. Anscheinend ja nicht, ne? Lass uns mal zu der Höhle dahin stratzen. Vielleicht gibt es da ja auch noch so einen nicen Raum, in dem wir ordentlich Food finden können und vielleicht auch Medizin. Was mir jetzt gerade ein bisschen wichtiger wäre, denn an Food zur Not jagen wir uns so ein Reh. Aber Medizin sieht man ja, wenn wir uns, müssen wir entweder Pflanzen finden, das schwieriger ist als ein Reh zu jagen. Wie kommen wir denn da am besten rüber? Einfach so. Easy. Okay. Ja, da haben wir genug davon gesammelt, glaube ich. So, von hier kamen wir ja irgendwo, ne? Und hier haben wir eine Höhle gesehen, anscheinend. Die wir aber nicht reingegangen sind, oder wenn, dann nur reingeschaut haben, ne? Wo ist sie denn? Die müsste jetzt hier gleich kommen, okay. Da ist sie. Wir sind erschöpft. BK ist wenigstens auch irgendwo in der Gegend unterwegs. Ach ja, das war das hier ganz am Anfang, wo wir uns das erste Mal diese kleinen Leute gesehen haben und uns mit Stein beworfen haben. Euch kennen wir. Jetzt gehen wir mal in eure Höhle rein. Vielleicht ist da ja auch ein Vorratsraum oder sowas. Wenn da mehr ist, wäre es schlecht. Denn, jetzt brauchen wir stattdessen eher die Taschenlampe, bitte. Nein, die Taschenlampe, Bruder. Dann gehen wir hier auch mal lang. Hier ist ein Toter. Und hier Lufttank collected. Okay. Das war alles. Das war alles, was wir in dieser Höhle finden konnten. In dieser sehr lauten, plätschernden Höhle. Okay. Na gut, dann gehen wir halt zurück. Können wir den nicht mitnehmen? Aber dass Kelvin zum Beispiel nie mit in die Höhlen kommt, finde ich schon ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt. Der steht bestimmt jetzt wieder hier oben drauf oder so, weil er denkt, hä, wo ist er denn hin? Ist er hier oben drauf? Ich sehe ihn genau auf der Map, aber er ist hier gar nicht, wo er sein soll. Ja, hast du dir, ja, genau das hast du dir wahrscheinlich gedacht, ne? Hä, ich sehe ihn hier auf meiner Minimap, er ist hier irgendwo, aber ist er, wo, er muss doch hier sein, ist er im Stein? Ich stelle mir aber oben auf den Stein. Genau das hast du getan, ich weiß es genau. Du bist ja ganz voller Blut, mein Guter. Wir gehen mal in diese Richtung, denn da waren wir noch nicht. Dann können wir unser Ding hier wieder aktivieren.
Da vorne ist schon wieder eine Höhle. Also, wir waren ja da noch gar nicht. Ich bin völlig verwirrt. Guck mal, da oben ist der Helikopterabstoßplatz. Und auch noch eine Höhle. Okay, die Höhlen werden also immer angezeigt. Schon im Vorhinein, oder was? Aber eine Höhle haben wir ja auch selber gefunden. Die wurde, glaube ich, nicht angezeigt, ne? Lass uns nochmal da oben zum Flugzeug gehen. Denn vielleicht gibt es in den Höhlen ja was Wichtiges zu finden, ne? Wie jetzt zum Beispiel die Buddel da oder vorn Medizin und der ganze Kram. Also ich muss sagen, die Flüsse sind noch sehr, sehr laut. So laut sind die ja auch in Real Life nicht, wenn man hier vorbeiläuft, ne? Gut, dann gehen wir mal zum Helikopter. Da seht ihr da auf dem GPS-Ding. Da ist die Helikopterabsturzstelle. Sieht ein bisschen aus wie ein abgebrochenes Schwert. Und daneben ist eine Höhle. Da gehen wir erstmal reinschauen.